Tirol, eine Region in den Alpen, bestens geeignet, ausgedehnte Bergwanderungen und Klettersteige zu unternehmen? Oder um Mountainbiking und Canyoning zu betreiben? Man kann dort aber auch tauchen, zum Beispiel im Plansee. Der Plansee liegt nahe den Gemeinden Breitenwang und Heiterwang im Bezirk Reute und ist mit seiner Länge von fast 7 Kilometern bis zu 1,5 Kilometer Breite und einer maximalen Tiefe von 78 Metern das größte Gewässer im Bezirk. Achtung! Der Plansee liegt in einer Höhe von 970 Metern über normal Null, ist taucherisch damit als Bergsee zu behandeln. Das heißt, Umstellung des Computers, Verwendung entsprechender Bergseetabellen, konservativ tauchen. Am besten zur Akklimatisierung für die Höhe den ersten Tag nicht tauchen, was aber bei diesem Ambiente keinerlei Einschränkung bedeutet. Eine kaltwassertaugliche Ausrüstung mit zwei getrennten ersten Stufen und entsprechendem Kälteschutz verstehen sich bei Wassertemperaturen von 4 bis 7 Grad von selbst. Die Sicht schwankt jahreszeit- und wetterabhängig teilweise stark und bewegt sich zwischen 5 und 25 Metern. Diesen gepanzerten Freund, den amerikanischen Flusskrebs, besser Kamperkrebs genannt, trifft man sehr oft, leider muss man ja schon fast sagen. Er hat unter anderem wegen seiner Immunität gegen die Krebspest, für die er aber selbst Überträger ist, vielerorts in Europa die mittlerweile sehr seltenen einheimischen Arten verdrängt. Allgemein ist im Hochsommer und Winter und in Phasen mit wenig Regen die Sicht wie in diesem Fall sehr gut. So schön der Plansee oberhalb von 15 Metern ist, so bietet er darunter recht wenig und unterhalb von 35 Metern so gut wie gar keine Abwechslung mehr. Abgesehen von ein paar vereinzelten, absichtlich dort versenkten Gegenständen. Thank you.
Ein Nachttauchgang ist quasi Pflicht am Plansee. Die entsprechende Ausbildung, Ausrüstung und Buddy vorausgesetzt. Selten sieht man in einem See derart viele Flusskrebse. Abgesehen von den Barschen, die man teilweise schlafend am Grund liegend findet, sind andere Fische schon deutlich agiler und jagen im Licht der Unterwasserlampen.